Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Nightmare Before Christmas, der Kürbiskönig. Das ist irgendwie so mein Nemesis, mein, keine Ahnung. Das ist irgendwie das Spiel, auf das ich am wenigsten Lust habe von meinen Projekten, muss ich gestehen. Aber irgendwann muss das ja mal fertig werden und ich hatte den Yasu versprochen, dass ich heute nochmal aufnehme. Deshalb, also wenn ihr jetzt zum Hintergrund irgendwelches Hämmern, Kratzen oder Bohren hört, in der Wohnung über mir wird gerade das Bad renoviert, saniert, keine Ahnung. Ich wurde heute Morgen um 8 Uhr mit dem Schlagbohrer geweckt. Wisst ihr, da hat man mal frei, denkt sich, ha, da kann ich ausschlafen. Und was ist? Die Wohnung überall wird renoviert. Es ist ja nicht so, als würde ich jetzt schon seit Wochen im Büro genervt werden vom Baugeräuschen, weil da in dem Büro über uns irgendwas gemacht wird. Nee, das muss ich jetzt auch noch zu Hause haben. Hier in meinem Hort der Ruhe. Naja, aber ich zögere hier jetzt nur das Unvermeidliche heraus. Ich habe leider gar keine Ahnung mehr, wo wir hin müssen. Hatten wir die Sequenz schon mal? Daran erinnere ich mich gar nicht. Ich lese einfach nochmal vor. Finde die... Was? Ach so. Finde die Rauchquelle, um den Vampir wieder zum Vampir machen zu können. Du wirst verrückt, wenn du den Rauch einatmest, genau wie dieser Vampir. Morgen soll es sonnig sein. Vielleicht werde ich braun. Bla bla. Ach, ja. Jetzt, da hatte ich so einen kleinen Rage-Quit, könnte man sagen. Wegen dem da. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah ja, so ging das. Genau. Ja. Ich musste meinen Controller nochmal einstellen. Irgendwie hatte es die... Ach, ich muss wieder zurück. Die Einstellungen... Nach meinem... ich muss ja meinen PC zwischenzeitlich mal wieder neu aufsetzen. Und da hat er die Einstellungen irgendwie nicht gespeichert. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Also dahin nicht. Geh weg, du blöde Rauchwolke. Ich muss wieder da nach oben, wo ich eben runtergehopst. Hallo, hallo. Ich eben runtergehopst bin. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich dieses Spiel vielleicht dieses Jahr noch fertig kriege. Das fände ich mal ganz super toll. Einfach damit, ja. Irgendwas habe ich jetzt gerade gedrückt, was ich nicht drücken wollte. Jetzt ist es hoffentlich wieder weg. Wie mache ich das nochmal an mit einer Bombe? Na ja. Geh doch da hoch. Ja, das ist vielleicht in diesem Jahr nochmal fertig. Kriege. Es ist überhaupt nicht knapp bemessen. Also fuck hier nicht rum, Jack, sondern hoch da, hoch da, hoch da. Ach, Gott sei Dank. Damit ich es endlich mal von meiner Liste kriege. Wenn ich ein Spiel nicht mehr sehen kann, dann ist es das hier. Was ich unheimlich schade finde, muss ich auch mal sagen, ne? Ich bin ja ein großer Fan von dem Film. Sehr, sehr großer Fan. Also riesengroßer Fan. Ich weiß, viele hassen ihn. Ich liebe ihn abgöttisch. Ach, was mache ich denn? Ich will den Käfer wegbomben. Ich habe mir jetzt auch letztes Jahr, es ist ja schon 2013, im letzten Jahr den englischen Soundtrack gekauft. Den deutschen muss ich mir unbedingt noch kaufen. Weil einfach awesome. Und jetzt habe ich wieder... Ach, ich mache den Screen Capture, okay. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz, weil ich so oberprofessionell bin, nochmal kurz bei den Konfigurationen reinschauen, oder? Nee, eigentlich nicht.
kann es ja nicht wirklich umstellen. Ich muss einfach nur dran denken, die unteren Schultertasten zu drücken. Dann ist alles in Ordnung. War das Ding? Ja. Deutscher Soundtrack muss ich noch unbedingt kaufen. Es ist für mich der geilste Film, den Tim Burton je gemacht hat. Für mich persönlich. Und deswegen bin ich schwer enttäuscht von dem GBA-Spiel. Ach, immer dieses Screen Capture. Weil ich mir davon viel erhofft hatte. Ich hatte es ja überhaupt nicht angespielt, als ich es Let's Played angefangen habe. Ich habe es schon angespielt, 2 Sekunden oder so, nur um zu gucken, ob ich es denn jetzt aufnehmen kann, da es ja mit meinem alten PC nicht funktioniert hat. Und ich hatte da wirklich große Hoffnungen, weil das PlayStation 2-Spiel ist um Längen besser. Also, keine Ahnung. Einfach dieses... Wie mache ich das nochmal? Hör auf, den Screen Capture zu drücken. Ich habe es auf die unteren Schultertasten gelegt, weil ich dachte, das ist besser. Aber irgendwie drücke ich immer die oberen, weil ich doof bin oder so. Keine Ahnung. Ja. Hatte ich schon erwähnt, dass ich enttäuscht bin von dem Spiel hier. Einfach, wie gesagt, weil ich mir da mehr von erwartet habe, als ich das angefangen habe. Und im Moment enttäuscht es mich leider sehr. Und ich muss gerade noch mal gucken, wo ich eigentlich hin muss. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich glaube, ich muss darüber, nicht darunter. Ich dachte, ich muss darunter. Was jetzt aber nicht unbedingt heißt, dass das Spiel schlecht ist, aber halt einfach mit diesem ganzen Rumgejumpe und so, das ist einfach nicht meins. Da hatte ich einfach bisschen mehr erhofft von dem Ganzen. Ein ganz kleines bisschen mehr. Wo muss ich denn hin? Ich habe das schon wieder vergessen. Doch, ich muss da runter. Muss mich dann von dem Geister hochbringen lassen, glaube ich. Und dann müsste da irgendwo eine Tür sein. Also zumindest finde ich das PlayStation 2 Spiel, soweit wie ich es gespielt habe, besser. Also hab's ja nicht durchgespielt. Hallo? Geist. Und auch diese Timing-Sachen, ich hasse es. Da musst du nur einmal einen winzig kleinen Fehler machen. Winzig kleinen Fehler. Und schon darfst du den ganzen Scheißdreck wiederholen. Ja, und bevor Fragen aufkommen, das PlayStation 2 Spiel möchte ich auch gerne Let's Playen. Aber wann das dann kommt, weiß ich nicht. Es kommt auch an, wie sehr mich das jetzt hier noch ärgert. Ach, jetzt habe ich den Geist vergessen oben. Ach, ich bin so ein Idiot. Ja, kommt drauf an, wie sehr mich das hier ärgert. Warum kann ich nicht vernünftig von dieser Klebewand abspringen? Schon wieder Capture. Ja, jetzt kriege ich ganz viele tolle Screenshots von dem Film, ja. Von dem Spiel. Ach ja. Ach, ich dachte schon eben, wie soll ich denn da jetzt hochkommen, wenn ich das verbockt habe? Natürlich mit meinen Lieblingskäfern. Hey, jetzt geht doch da. Check, ärger mich nicht. Du bewegst dich auf sehr... Entschuldigung. Auf sehr dünnem Eis. Jetzt geh doch da... Hallo?
Dann muss ich da... Ach so, ja, okay. Dann kann ich ja lange versuchen. Eben mal Screen Capture. Ich schätze vielleicht doch auf die... Auf die... Chili-Schote. Okay. Soll ich es vielleicht mit dem Kürbiskönig machen, wenn ich jetzt hier so ganz dezent eine Chili-Schote in den Arsch geschoben kriege? Das war jetzt irgendwie... Das vergesst gerade wieder, was ich gesagt habe. Das jetzt sollte niveauvoll sein. So ein dezent niveauvoll. Würde ich zumindest, glaube ich, eher hinkriegen wie... mit einer Bombe. Schon wieder Screen Capture. Nein, kriege ich gar nicht hin. Es kann mich mit dem ja gar nicht wirklich bewegen. Hä? Hör auf, immer einen Capture zu machen. Ich würde erstmal 30.000 Screenshots löschen müssen. Gut, das geht, aber ich sollte vielleicht dann auch die richtige Taste drücken. Dann könnte es vielleicht funktionieren. Wie habe ich das letzte Mal gemacht? Ich hätte mir mal ein Video nochmal angucken sollen. Ich krieg hier... Ich krieg normalerweise nur Kram, wenn ich ihn auch an der Stelle brauche. Also, das habe ich eigentlich schon so mitgekriegt. Kann ich auf die andere Seite hüpfen? Nein, kann ich nicht. Vielleicht während dem freien Fall mit Chili-Schote. Das könnte noch funktionieren. Das ist natürlich die Frage, ob ich da noch genug Zeit habe. Das ist so... Nee. Hallo? Jack! Ich hasse die Käfer. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse dieses Spiel. Es nervt mich. Ich spiele noch nicht mal eine Viertelstunde, habe jetzt schon keine Lust mehr. Nee. Ich mich gerade wieder anstelle wie der letzte Vollhorst. Ich bin ja froh, dass ich mein Xbox-Controller habe. Das würde ich hier total wahnsinnig, weil ich das mit Tastatur spielen müsste. Ich meine, ich krieg's ja jetzt schon nicht gebacken, ja? Dann stellt euch das mal mit Tastatur vor. Also, doppelt so schlimm. Vor allem ist die Tastatur auch wesentlich lauter wie mein Controller. Würde ich das einfach mal behaupten. Habe ich auch gemerkt, ich habe ja im Livestream Cube ein bisschen gespielt. Hab da schon gemerkt, wie laut meine Tastatur eigentlich ist, so wenn ich spiele. Ich brauche dringend eine andere, weil ich habe mir da jetzt auch Mass Effect 1 geholt im... Hallo? Ich glaube, das macht er jetzt mit Absicht. Mass Effect 1 geholt beim Steam Sale. Und ich krieg hier auch... Hallo? Kürbisse. Aber ich kann keinen Kürbis schmeißen, während ich falle. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich habe mir Mass Effect 1 geholt und das, weiß ich gar nicht, ob man das mit Controller spielen kann. Was ich immer so faszinierend finde, wenn ich ein PC-Spiel habe, da sind dann immer 20.000 Tasten, die ich drücken kann. Aber wenn ich dasselbe Spiel auf dem Controller, auf der Konsole spiele, wie viel hat mein Gamepad? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. 8 Tasten, 2 Analogsticks und ein Steuerkreuz, ja. Also,
Ich weiß nicht, wie Leute das schaffen, mit 20 Millionen Tasten zu spielen, während ich hier mit meinem Controller eigentlich mit überwiegend vielleicht 10 Tasten oder so auskomme. Okay, also probieren wir es mal im freien Fall. Ha, 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 ha.